Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst. Lifestyle, das ist bald der Kameramann fast K.O. gegangen. Nee, heute starten wir natürlich wieder eine Fixier- und Haltegriff-Technik. Und zwar heute geht es um die Umklammerung vorne. Kommt nicht so oft vor, hat man eher damals im Bud Spencer-Film gesehen. Aber auch diese finden teilweise noch statt. Und wie wir uns daraus befreien können, seht ihr natürlich nach dem Intro. Gut, dann fangen wir auch direkt mal an. Wie sieht so eine Umklammerung aus? Was meinen wir damit? André kommt auf mich zu und nimmt mich einfach mal vorne in so eine Umklammerung. Genau. Jetzt stehe ich hier drin und ja, was soll ich jetzt machen? Was soll ich tun? Sieht alles scheiße aus. Ich kann meine Arme nicht rausholen, um mich zu verteidigen. Ich kann nicht schlagen. Aber was ich kann, ist treten. Indem ich einfach einen Schritt zurückgehe und mir Platz mache. Aber wie das alles aussieht, machen wir jetzt mal einmal. Und zwar von hier aus. Er kommt in die Umklammerung. Und ich habe ja meine Hände nicht hier rum, das ist ganz wichtig. Man versucht jetzt nicht hier zu tanzen und hier irgendwie den Walzer neu zu üben, sondern man versucht von hier aus die Hüfte zu bekommen. Ja? Von hier aus kann man eine leichte Distanz. Wer MMA macht, kennt das aus dem BJJ. An der Hüfte kriegen wir die Half Mount wieder raus, von der Vollmount in die Half Mount. Und alles das ist hier ganz auch wichtig im Stand. Ja? Als nächstes mache ich mein Bein zurück. Okay? Das ist auch ganz wichtig, um mir Platz zu machen. Denn, wie gesagt, wir sind eine reale Selbstverteidigung. Das heißt, wir dürfen auf der Straße anwenden, was wir wollen. Und natürlich Primärziele angreifen. Jetzt drücke ich mit meinen Armen die Hüfte weg. Jetzt habe ich richtig Platz für mein hinteres Knie. Und das schießt auch zum Unterleib. Ja? 2-3 Mal, bis ihr merkt, er lockert sich. Dann komme ich hier hochgeschlagen, kann einen Ellbogen machen, könnte einen Ellbogen machen, könnte natürlich auch zum Kiefer schlagen. Alle möglichen Techniken sind wieder optional komplett frei. Ja? Nochmal das Ganze. Umklammerung kommt. Ganz wichtig hierbei, Hüfte umfassen, Bein nach hinten drücken und Kniestöße. 1, 2, 3, lösen. Uppercut kommt hier auch ganz gut. 1, 2, Ellbogen seid ihr im Infight, könnt hier raus. Könnt auch ganz normal weiter starten. Okay? Das Ganze machen wir nochmal ein bisschen schneller. Okay? Wenn man einmal sieht, so ungefähr, wie es im Speed aussieht. Und, genau. Und. Sehr schön. Sehr gut. Viel mehr gibt es da gar nicht zu beachten, außer, dass es noch eine zweite Technik gibt. Die machen wir mal jetzt, nämlich wenn die Umklammerung stattfindet, wenn die Arme gar nicht geschlossen sind, sondern wenn sie auf sind. Ist sehr doof für den Gegner, denn jetzt haben wir alles frei. Na, machen wir einmal, wie das Ganze aussieht. Er umklammert mich und jetzt sind meine Arme oben offen. Okay? Jetzt habe ich hier alle Möglichkeiten frei. Das heißt, ich könnte aufs Trommelfell hauen, könnte an den Kehlkopf, könnte an die Augen, könnte ans Nasenbein, Nasenwurzeleffekt, könnte auch den Kopf drehen, kriege ihn dadurch runter. Alles ganz simple Sachen. Und während ich ihn hier oben beschäftige, kann ich natürlich auch unten einen Unterleib attackieren. Kann hier ran und alles mögliche. Also das ist eine ganz einfache Story, okay? Was wir hier aber vorzugsweise machen, ja, macht mal mit, ist einfach den Kopf nach hinten klappen. Damit kommen wir am schnellsten weg. Mit den kleinen Finger in die Nase rein und dann geht es ganz schnell. Okay? Und los geht's. Und kommt rein, wupp, ich bin hier und ich drücke nach hinten. Und das war's schon. Ganz easy Technik. Ja? Nochmal ganz wichtig, er umklammert, wir sind hier, ich gehe hier rum, gehe an die Nase ran, hier mit beiden Fingern, gehe mit den kleinen Fingern in die Augen und drücke den Kopf nach hinten. Ja, ist wie so ein Wegdrücken. Dadurch habt ihr auch unten wieder frei, könnt oben schlagen und alles möglich. Was ist bei uns noch ganz wichtig? Welche Umklammerung? Profiklammerung? Welche ist das? Genau, Kopfaufleger. Das ist jetzt von hier aus jemand, der Erfahrung hat im Ring oder besser gesagt auch ein Grappler ist. Ja? Das heißt zum Beispiel, er umklammert und legt seinen Kopf rauf. Ja? Dadurch kann ich hier nicht mehr heben. Was ich jetzt aber kann, ist rumgreifen, in die Augen, in die Nase, hier rausdrehen und hier mit dem Kiefer, also hier auf dem Kiefer zuhauen, okay? Macht ihr es einmal, auch mit und wir gehen hier raus, wupp, er legt auf, ich greife rum, zieh raus, 1, 2, 3, Pushkick, zurück und Scanning, okay? Sehr schön. Gut, so viel hier mal dazu, das könnt ihr jetzt auch nochmal alles in schnell sehen.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt was in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.